80 Euro für Versand? Das Paket kam aus China. Oh nein, genau das, was ich erwartet hatte. Das ist richtig verpixelt und am Rauschen. Ich habe für nur 90 Euro ein Kartendeck designen lassen auf Fiverr. Normalerweise bezahlen wir für so ein Kartendeck-Design 15.000 bis 20.000 Euro bei unserer Agentur. Dementsprechend sah das Ergebnis dann auch aus. Falls ihr das Video nicht gesehen habt, verlinke ich es euch am Ende und auch in der Videobeschreibung. Jetzt habe ich ein Design, aber das ist ja noch kein fertiges Deck. Zu welchem Preis schaffe ich es jetzt, so ein Kartendeck produzieren zu lassen? Normalerweise arbeiten wir mit Kartamundi, das ist der größte Kartenhersteller der Welt. Eine Auflage von 15.000 Decks, wie das bei uns der Fall ist, da kannst du auch mal 100.000 Euro bezahlen für so eine Produktion oder auch mehr. Ich werde jetzt natürlich keine 15.000 drucken, das ist ein Spaßdeck. Wir probieren es einfach mal auf dieser Seite hier, die heißt printerstudio.de. Das ist jetzt hier eine unbezahlte Werbung, also ich kriege kein Geld dafür, dass ich das jetzt genau mit denen mache. Deswegen kauft mein Merch, wenn ihr solche Videos unterstützen möchtet, das war nämlich ganz schön teuer. Code XMS15, kriegt ihr 15% Rabatt den ganzen Dezember über. Aber ich weiß von ein, zwei Kollegen, dass man dort halbwegs vernünftige Prototypen drucken kann. Also, Poker-Size natürlich. Und wir wollen das Ganze komplett individualisieren, yes. Okay, wir sehen jetzt schon die Preise. Bei mehr als 1000 Deck kostet ein Deck nur 2,95 €. Das ist ja voll günstig. Ist was auch voll günstig ist? Bei 100 bis 250 Decks wären das 6,90 € pro Deck. Ich will jetzt aber, denke ich mal, einfach 6 Testdecks machen. Aber 5 Decks kosten 70,75 € und 6 Decks kosten einfach nur 1 € mehr. Ja, dann nehmen wir natürlich 6. Das Ding ist, in meinen Twitch-Streams habe ich wirklich im Chat von einigen gelesen, ey, Matti, kannst du das bitte verkaufen? Ich hätte Bock drauf, dieses Deck zu kaufen. Wo ich mir so denke, hä? Das ist einfach das reinste Schrottdeck. Also sollte es wirklich Leute von euch geben, die Bock haben, dieses Deck zu kaufen, schreibt es mir in die Kommentare. Würde mich echt mal interessieren. Vielleicht... Vielleicht mache ich da echt im nächsten Part dieser Serie einfach jokeweise so einen Vorverkauf, dass ich einfach schon mal sehe, wie viel Interesse ist da wirklich da. Ah, die Pseudo-Matti-Edition ist ja witzig. Okay, wir wollen aber... Okay. Wir wollen aber Premium mit Leinenstruktur. Ah, da wird es natürlich teurer, wa? Okay, da kostet ein Deck plötzlich 13,60 € in der Preisklasse und bei über 1000 Decks 4 €. Na gut. Und wir wollen eine personalisierte Faltschachtel dazu. Reißverschlussbeutel? Einfach die Karten in so einen Beutel mit Reißverschluss? Nee. Wir wollen eine personalisierte Faltschachtel. Das Ding ist, wir haben gar kein Design zugeschickt bekommen auf Fiverr für die Faltschachtel. Die werde ich also nochmal selber designen müssen. Basiert auf dem Backdesign, das ich zugeschickt gekriegt habe. Kriegen wir aber hin. Schachteloberfläche. Glänzend oder matt? Ja, matt wäre schon schick, ne? Oha. Ah, wie der Preis in die Höhe schießt plötzlich. Nehmen wir mal matt. Oh, what? Wird ja direkt viel teurer hier. Was ist denn da los? Wir sind jetzt schon bei über 1000 Decks bei einem Preis von 4,85 €. Und jetzt überlegt mal, bei Somnium Cards haben wir noch Goldfolie und Silberfolie auf den Vorderseiten, auf den Rückseiten, was ein doppelter Aufpreis ist. Auf der Schachtel. Auf der Schachtel ist ein Embossing. Wir haben noch Brickboxen. Auf den Brickboxen ist ebenfalls Drip-Off-Finish. Bliblablub. Das kostet alles einen Haufen Geld. Jetzt seht ihr es hier mal wirklich. Na gut, jetzt kosten 6 Decks natürlich hier 128 €. 21 € für ein Prototyp. Uff. Bei 100 Decks wäre das ein Preis von 9,95 € pro Deck. Da könnte ich das tatsächlich, ich habe ja noch einige andere Ausgaben dann, gewinnbringend so alles in allem für 20 € das Deck verkaufen. Vielleicht 25? Das wird gehen. Ich hätte es teurer erwartet. Gestalte es. So, erstmal die Vorderseiten. Jede Vorderseite anders. Das sieht gut aus. Anderes Motiv. Okay. Fangen wir einfach mal an mit dem Peak Aswa. Zack. Schlechte Auflösung. Oh nein, Leute. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ich sehe jetzt schon ein Problem. Nein, wie kacke. Das hier, diese gestrichelte Linie, das ist die Linie, an der geschnitten wird nachher. Unser Designer hat die Symbole viel zu nah in die Ecke gepackt. Das war's komplett. Heißt das, ich darf jetzt bei allen 54 Karten die Designs per Hand verkleinern? Einige Zeit später, die Größen sind angepasst. Gehen wir mit dem Peak Ass. Ich glaube, jetzt ist das genau richtig. Wenn ich hier auf Bearbeiten gehe, dann ist jetzt nämlich in der gestrichelten Linie genau der richtige Bereich. Und ich glaube, so darf das bleiben. Ich finde, man sieht jetzt sehr gut, ich glaube, die sind gar nicht mal richtig mittig, die Symbole. Kann das sein, dass die Karo-Symbole nicht mittig ausgerichtet sind? Oh Mann. Und Karo-König. So, nach dem Karo-König kommt der Kreuz-König und dann geht's abwärts. Das ist die New Deck Order, die standardmäßige. Und zum Schluss habe ich mir überlegt, der Dude hat mir zwar zwei Joker designt, einen blau und einen rot, aber ich habe mich jetzt entschieden für zwei identische Joker. So, das Ganze kann sich sehen lassen. Ich kontrolliere es nochmal. Guck mal, jetzt sind hier einfach irgendwelche Bilder verschwunden. Genau deswegen kontrolliere ich das nochmal. Vertrauen ist gut, doch Kontrolle ist besser. Jetzt die Rückseiten und da überall dasselbe Motiv. Genauso. Und zwar dieses Backdesign hier. Das hat jetzt noch einen zu dicken Rand. Das müssen wir bearbeiten.
Boah, wie wär's mal mit mittig ausrichten als Funktion? Oh nee. Na supi, das ist ja optimal. Das muss ich in Photoshop richtig einstellen. Der gestrichelte Bereich hier, da wird geschnitten. So sagt es zumindest die Seite. Ich habe keinen Bock, dass nachher zu dicke Ränder sind, ne? Jetzt geht's nämlich an die Schachtel. Und was bedeutet Easy Option? Einfach nur Bild einfügen und okay. Nehmen wir mal Advanced bitte. Boxvorlage runterladen. Ich glaube, ich weiß wie. Oh mein Gott, das sieht so schrecklich aus. Ah, zum Glück bin ich kein Designer geworden, ey. Mattis Favorite, so heißt das Deck jetzt, genau. Das Peak Ass Logo. Genau so machen wir das. Aber wie kriege ich das denn weiß? Ah, ich weiß wie. Gradationskurve. Und weiß. Auf die Rückseite muss natürlich das Backdesign einmal drauf. Es kommt dann hier hin. Gott, sieht das scheußlich aus. Das funktioniert ja gar nicht mit dem weißen Rand, wenn die ganze Schachtel nicht weiß ist. Ach, echt? Ich will das jetzt halt so haben, damit man für einen Zaubertrick hier eine Karte reinladen kann hinten, ohne dass das auffällt. Boah, ist schon hart hässlich. Okay, ich muss komplett umdenken. Irgendwas stimmt hier noch nicht, Freunde. Und ich würde sagen, wir brauchen jetzt noch ein paar Matti-Insider. Ah, hier steht irgendwas. Ja, da haben wir doch ein super, super, super perfektes Design mal wieder hingelegt, Freunde. Keine Ahnung warum, aber irgendwie will ich da oben jetzt so eine positive Message reinschreiben. Da habe ich jetzt Bock drauf. Ja, so nehmen wir das. Ist gebonkt. Zum Einkaufswagen. Ich mache aber trotzdem 6, weil ich werde auf jeden Fall einige brauchen. Für Produktfotos, für den Shop und Trailer-Dreh. Der Versand kostet 33 Euro bei Standard? Und wenn ich das richtig schnell haben will, 80 Euro für Versand? Warum ist das so teuer? Naja, was mir zu dem Zeitpunkt nicht bewusst war, war, dass auch wenn es printerstudios.de heißt, die Decks in China produziert werden und aus China nach Deutschland geschifft werden müssen. Zahlst du 130 Euro für die Decks und einfach nochmal 80 Euro Aufpreis nur für den Versand? Das sind 6 Decks? Die kommen in so ein kleines Paket? Das ist nicht mal ein Schuhkarton, das ist ein Halfbrick. Okay, aber ich nehme jetzt wirklich den Priority Express für 80 Euro, weil ich das Video dieses Jahr noch fertig haben will und das nicht erst Mitte Dezember hochladen möchte. Ich habe bezahlt. Okay, jetzt heißt es 10 Tage warten. Also ich habe noch nie 200 Euro für ein Video bezahlt. 8 Tage voller Spielspaß und Hundebisse später. Wir haben jetzt 8 Tage später. Guck mal. Oh, aua. Guck mal, was ich hier gerade von der Post bekommen habe. Ah ja. Oh. Hast du das Video eigentlich schon geliked? Das wäre halt bei dem ganzen Aufwand voll der Support, danke. Das Ding ist, Printer Studio, das sieht aus nach Deutschland. Das Paket kam aus China. Okay. Schau mal, Freunde, die Vorderseite sieht gar nicht so schlimm aus, ne? So weit, so gut. Und dann kommt die Rückseite. Was ist das denn? Das ist einfach nicht mal mittig. Gott, sieht das hässlich aus. Öffnen wir das Baby mal. Fühlt sich tatsächlich gar nicht so schlecht an. Ah, hier steht irgendwas. Dieses Deck ist als Joke gedacht. Bitte einmal lachen. Danke. Limitiert auf 6 Prototypen. Danke an den Dude aus Pakistan. Ohne dich wäre das hier nicht möglich. Denk dran, Haidos Bauchgefühl sagt, dieses Deck ist cringe. Hatte ich schon wieder ganz vergessen, dass ich das dann aufgeschrieben habe. Mattis Favorite, so sieht die Vorderseite aus. Das steht hier noch an der Seite und so sieht die Rückseite aus. Und jetzt bin ich gespannt, wie fühlen sich die Karten denn an? Öffnen das Ganze. Okay, kein Plastik mehr. Der Moment der Wahrheit. Es ist einfach nicht mittig. Kowalski, Analyse. Oh nein, genau das, was ich erwartet hatte. Und, oh, also die sind richtig hart. Ein Spring geht damit nicht. Aber die lassen sich tatsächlich auffächern. Also das geht schon. Nur dadurch, dass die Border so ultra dick ist, sieht man halt hinten in einem Fächer gefühlt gar nichts. Okay, springt was? In eine Richtung springt schon mal nichts. So, ich nehme jetzt aber den Haido. Und der kommt jetzt einmal umgedreht in die Mitte. Und dann gucken wir, ob es da springt. Es geht eigentlich. Nee, ich hab's nicht springen sehen. Also, das mit diesen Zacken an der Seite, das sieht tatsächlich ganz schick aus. Wenn ich jetzt eine Karte umdrehe, da sieht man dann, die sind wirklich mittig ausgerichtet. Also, es springt nicht, das ist schon mal gut. Das Ding ist, mir war nicht bewusst, dass hier so ein Rand drumherum zu sehen sein würde. Also, beim Erstellen war es ja so, ich musste es verkleinern, damit alles in diesem Rand bleibt, weil ich davon ausging, dass an diesem Rand geschnitten wird.
So hatte ich es jetzt verstanden. Das Ding ist, es wurde gar nicht an dem Rand geschnitten. Es wurde an der äußeren Linie geschnitten und der Rand ist zu sehen. Das finde ich tatsächlich ziemlich kacke. Weil dann hätte das ja doch weiter in der Ecke bleiben können jeweils. Und vor allem habe ich es dadurch dann nicht komplett symmetrisch ausgerichtet, wie ihr seht, ne? Das ist schon sehr kacke, dass der da diesen Rand mit reingeschnitten hat. Also diese Linie meine ich. Die Symbole gehen klar, sind relativ klein, aber geht schon klar, da ist der Tobi. Ist das witzig. Also man sieht richtig, dass es halt Pixel sind. Man sieht, dass das so ein bisschen verschwommen ist. Die Qualität ist jetzt nicht so ultra nice vom Druck, aber es geht schon. Da ist der Matti. Ja, die Farben sind jetzt nicht so sonderlich schön. Also ich kann die auffächern, aber es sieht nicht schön aus. Und ich glaube, dadurch haben wir auch noch folgendes Problem. Ja, das hatte ich befürchtet. Wenn du die Vorderseiten auffächerst, siehst du nicht immer komplett die Indizes. Das heißt, du kannst nicht mal eben so eine Karte pieken. Ja, im Durchriffeln aus meiner Perspektive sehe ich nicht die Indizes im Durchriffeln, weil die jetzt so weit weg von der Ecke sind, weil ich davon ausging, dass hier an dieser Linie geschnitten wird. Ihr seht das, aber ich nicht. Ich muss das schon sehr stark neigen, um hier heimlich reingucken zu können. Das heißt, für den einen oder anderen Peak ist das ziemlich kacke. Oh Mann. Also das müssen wir auf jeden Fall optimieren. Wir mischen die mal. Boah. Oh Mann, sind die hart, ey. Okay, ganz wichtige Frage. Lassen die sich Pharaoh shuffeln? Okay, nicht sonderlich gut. Das geht schon mal nicht besonders gut. Ja, okay. Aber ich hatte es tatsächlich schlechter erwartet. Ja, das war jetzt von der Unterseite. Wie ist es von der Oberseite? Echt? Ah, so rum lassen die sich, oha, guck mal, so rum lassen die sich ultra gut Pharaoh shuffeln. So rum gehen die rein wie Butter, krass. Also ein bisschen Cardistry. Ja, komm schon. Meine Güte. Aber wie ich euch kenne, wollt ihr sowieso alle nur das eine sehen. Und zwar das hier. Ey, ich kann sie nicht übernehmen, die sind doch zu rutschig. Aber wenn die ein bisschen eingebreakt sind. Ja, genau. Das hier sind 54, das sind 56 Karten. Ich glaube, ihr seht, wo das Problem liegt, wa? Die 56 Karten sind einfach dünner als die 54 Karten. Also, um mal kurz einen Real Talk zu machen an der Stelle, das hier hat mich auf jeden Fall gelehrt, unsere Somnium Cards noch viel mehr zu schätzen zu wissen. Meine Fresse, haben wir hier ein hochqualitatives Produkt, ey. Wirklich, wenn du da mal auf die Details guckst. Allein auf der Schachtel schon, ihr erkennt das wahrscheinlich durch die Kamera nicht, aber das ist komplett verpixelt, das ist am Rauschen. Hier bei der kleinen Schrift wird's richtig deutlich, das ist richtig verpixelt und am Rauschen. Der Karton ist richtig billig verarbeitet, hier seht ihr schon direkt Risse, ich habe so aus der Packung genommen. Hier ist auch nicht vernünftig geklebt. Hier seht ihr die Kante, ja? Also alle Kanten sind nicht richtig geklebt, was auch die Qualität der Karten angeht, sowohl was das Papier, das Material angeht, als auch den Druck von Carta Mundi, was die Farben angeht, im Vergleich hierzu. Ey, ich weiß das gerade richtig zu schätzen, was für ein tolles Produkt wir hiermit haben, ne? Krass, ey. Ich bin gerade richtig stolz auf Somnium Cards. Wir haben da wirklich die bestqualitative Marke, die wir nur hätten machen können für Karten. Je länger ich das hier so in der Hand halte, desto mehr weiß ich das zu schätzen. Wir haben unser Deck, wir haben unsere Prototypen. Wenn wir das jetzt natürlich verkaufen wollen würden, würde noch eine Sache fehlen, und zwar der Trailer. Ich habe hier nämlich jemanden gefunden, der für 15 Sekunden 160 Euro nimmt. Dafür wäre das aber so ein cooler Stop-Motion-Trailer. Das sieht schon sehr krass aus, ey. Und das gibt es im nächsten Teil. Fortsetzung folgt. Schaut euch da gerne noch das erste Video an. Da habe ich das Deck nämlich designen lassen. Das ist Part 1. Klickt gerne drauf und schaut es euch an.